Schrott auf jeden Fall nicht zu verachten. Terminal benutzen. Mal gucken, was wir denn wahrscheinlich finden. Privat! Spedding, jetzt wo sie mich gefeuert haben, müssen sie von ihrem Thron runterkommen und selber mit anpacken. Die Leute von der Sevastopol-Stilllegung haben Zugriff auf das Lager, aber es muss über alles Buch geführt werden. Nehmen Sie den Bedarfsandroiden. Wieso hilft er ihm noch? Schmeißen Sie ihn an, lassen Sie ihn aus seiner Kiste und schauen Sie ihm zu. Genau wie ich. Was? Wenn Sie das hier lesen, sitze ich sturzbesoffen in Gillens Bar. Sie wissen das vielleicht schon. Aber für Sie zu arbeiten war die Hölle. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Smooth. Oh, Smite. Aufzug außer Betrieb. Ich habe soeben eine weitere Nachricht von Spedding erhalten bezüglich des defekten Aufzuges vor dem Androiden-Untersuchungsraum. Meine Leute haben 1000 andere Sachen zu tun. Die Reparaturen finden also nicht rechtzeitig zum VIP-Besuch statt. Wenn Spedding eine Priorität sein möchte, sollte er vielleicht ein weniger größeres Arschloch haben. Im Weltall nennt man sowas auch schwarzes Loch. Der Job ist leicht. Ich kann ohne nachzuschauen sagen, dass die Teile im Komponentenlager sind. Reihe 1, Stapel 6, B. Wenn Sie es nicht finden, fragen Sie den Bedarfsandroiden, solange Sie mich in Ruhe lassen. Chief, Master Chief. Letzten potenzielle Käufer. Smythe, Spedding hier. Sie wussten ganz genau, dass das die letzten Kaufinteressenten für Sevastopols Apollo-System waren und sie haben die Androiden-Vorführung total vermasselt. Oh. Sie haben kein Interesse. Also kann ich meinen Bonus vergessen, sie ihren 50-prozentigen Anteil und ich will gar nicht wissen, was es für die Schlipsträger oben bedeutet. Das hat mich angekotzt. Aber wissen Sie, was mich noch mehr ankotzt? Ich darf auf Sevastopol bleiben, um die Androiden-Stilllegung zu beaufsichtigen und Sie können heimgehen. Hoffentlich haben sie keine Albträume auf der Rückreise, sie Idiot. Oha. Fehler. Wir haben keinerlei interessant wichtigen Informationen bekommen. Nur ein fucking Bindemittel. Scheiß Schrottgeschisse. Und das war's. Jetzt verkackeiert, ey, das kann jetzt nicht alles sein. Das war's? Nee, nicht? Falscher Knopf. Falscher Knopf. Richtiger Knopf. Ich könnte mal Rauchgranaten herstellen. Zack, zack, zack. Noch was? Gerät gebastelt. Wie viel habe ich jetzt? Eine Rauchgranate, sehr schön. Dann machen wir noch einen Geräuschemacher. Zack, zack, zack. Bauen, einfach mal, damit ich wieder habe. Einfach weil ist so. Das können wir nicht bauen, das können wir nicht bauen. Medikit könnten wir noch eins bauen. Elektroschocker können wir nicht bauen. Den kann ich irgendwie total viele bauen. Okay. Was haben die beiden gleich? So, was ist besser? Rauch oder Geräusch? Ich würde Rauch lieber nochmal bauen. Gebastelt. Jetzt kann ich mich das nicht mehr bauen. Aber ich könnte noch ein paar Medikits herstellen. Ich weiß nicht, warum ich noch ein paar Medikits brauche. Gut, belassen Sie das mal dabei. Wir haben Bindemittel noch mit. Schrott nehmen wir mit. Sehr schön.
Konnten wir wenigstens das mal ein bisschen verwerten. Und weiter geht's. Okay, wir können da oben nichts anstellen. Alter, die Giftgase gehen schon bis hierhin, glaube ich. Wir sind ja bis jetzt relativ sicher irgendwie. Oh, ich durfte heute noch mitarbeiten. Das ist total, wir haben Samstag. Ich durfte heute noch mitarbeiten. Ich freue mich total, deswegen bin ich aus dem Menü. Dö. Ich hätte nochmal speichern sollen. Ich werde jetzt einfach mal aus reiner Interesse mir ein Medikit verabreichen. Dann habe ich das Leben. Siehst du? Gut, dass ich mir mal Leben aufgepumpt habe. Und noch eins bitte. Sehr schön. Mr. Revolver? Ja? Du bist einfach nur bereit. Nochmal speichern und das Leben mal ein bisschen genauer angucken. Ist irgendwie was verliert. Jetzt nochmal hier kurz speichern. Ja. Dann beobachten wir jetzt das Leben, wenn wir mal kurz dahin gehen. Ja. Da drin hat das einen gefurzt. Wir können also nicht da rein. Jedenfalls noch nicht. Bis Alien. Boah, Alter, sieht das draußen gerade apokalyptisch aus. Gehe ich jetzt zurück? Aktiviere den Androiden oder laufe ich weiter? Wir laufen weiter, glaube ich. Draußen ist gerade hellster Sonnenschein, während vor meinem Fenster gerade alles schwarz ist. Einfach mal. Mächtiger Wind am Wehen ist? Was war das denn? Weiß nicht, ob man es aufhören kann. Man sieht das, dass es kurz zurückspulen, das mal angucken. Oh, sieht schon wieder alles so scheiße aus. Folgen. Ich bin weit gekommen, ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich bin weit gekommen. Ich glaube, ich gehe gerade echt falsch. Ich glaube, ich muss wieder zurück und den Androiden echt aktivieren. Solange ich gerade noch Ruhe habe vor diesen Kerlen. Privat! Hi, wie Geschwafel. Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was haben Sie davon? Ja. Speeding macht mich kalt, wenn die nicht anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen im Herzen der Sevastopol Synthetic Solution. Nächster Halt auf unserer Tour ist das Systic-Turm mit dem Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden selbst. Selbstführung. Benötigen die Apollo-Syntheten eine große Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann? Kommen Sie hierher. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung vollautomatischer Syntheten-Reparatureinheiten ist, ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens, ganz ohne teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in den Logs gezeichnet. Meine Herren, so sieht die Zukunft aus.
Morgen. Gemeinsam. Das hört sich irgendwie so lange an wie ein Nazi-Spruch irgendwie. Morgen. Gemeinsam. Russell, die von oben wollen eine Komplettübersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzweise wollen sie auch smooth. Freigeben, Fehler. Audio, Fehler. Zubehör, Fehler. Kuckuck, Sandy Boy. Wenn es ähnlich da gewesen wäre. Also wir befinden uns jetzt überhalb des Lagers. Ach, wir gehen gerade zurück, oder? Hier waren doch die Menschen, die vom Alien gesmashed wurden. Richtig? Ich denke schon. Da kamen wir, glaube ich, zum Anfang nicht hin. Glaube ich. Doch, ich glaube, da waren wir schon, ne? Huch, was ist das denn hier? Mr. Revolver, guck mal! Ein großer Bruder, what the fuck, was ist zum Fick? Ist da, ich hab keine Ahnung, ihr habt dafür keine Worte. Warte mal. Ne, die steht nur noch hier. Kann ich den nicht auch mitnehmen? Hab ich zwei. Ich hab noch gar nicht gelootet, ich Idiot. Ich muss öfters looten. Wenn ich Pen and Paper spielen würde, würde mir das jetzt geistigen Schaden verursachen. Ich gucke zurzeit Pen and Paper von Rocket Beans. Tears. Sky, ich habe die ersten Folgen schon mal gesehen, habe sie nicht mehr gefunden, habe dann also weitergeguckt. Und dann kam diese Liste von denen halt. Es war halt so durcheinander, also habe ich die letzten Folgen schon geguckt. Weiß also jetzt, wie es zu Ende geht. Gucken wir jetzt schon wieder alles von vorne erstmal an. Weil ich jetzt die Reihenfolge kapiere. Okay. Cool. In dem Raum waren wir schon mal. Ich verstehe es nicht. Sind wir die Treppe noch nicht hochgegangen? Dann bin ich noch da hinten gerannt oder was? Okay, mein Guter. Huch. Okay, benimm dich. Kompressionszylinder. Komponentenlagerreihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach nicht so einen Krach, ja? Bitte. Also bitte, das ist echt auf Felsen zu. Irgendwas stimmt nicht. Mein bester Kumpel. Oh shit. Wir sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Warte. Stopp. Kumpel. Nein, tu es nicht. Warte. Nicht. Oh mein Gott. Nein. George. Georgie Boy. Okay, war jetzt auch nicht so wichtig.
Ethanol. Ja, warum nicht? Noch weiter nach unten fahren. Okay, wir gehen weiter nach unten. Oben. Nach oben. Das Kicken, da ist nichts. Oben. Da haben wir auch nichts.